Was geht, Leute? Samstagmorgen, 11 Uhr, kurz vor 11 sogar, ja. Nach 11. Halt die Schnauze, dann ist halt kurz nach 11, meine Fresse. Kostet das auch wieder am Start, dann zwei Jungs schnell auch noch. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, es ist, wie gesagt, Samstagmorgen. Und auch man sieht schon hinter mir, es ist wenig. Ja, also noch, gerade eben ist wenig los. Es werden wahrscheinlich aber auch schon 8, 9 Millionen da drin stehen, also... 20.000, 30.000 Kiffer hoch. Die kompletten Schlangen sind leer. Man kann einfach durchlaufen. Man muss sich nicht irgendwie schlagen, außer ich gebe sie halt immer wieder einen mit. Da muss ich auch schlagen, sonst nicht. aber sonst, wir versuchen jetzt noch. Peter, Simi und ich haben unsere Karten für morgen schon verkauft bekommen, weil wir werden uns nämlich den morgigen Tag nicht mehr antun, es tut mir leid. Ja, wir werden dann trotzdem, aber da kommt trotzdem nochmal ein Gamescom-Video für den Sonntag natürlich. Mal ein bisschen was sagen können wir ja auch. Costa muss seine Karte noch verkaufen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, dann nehmen wir euch jetzt einfach mal hier gerade live mit rein, weil wir haben ja einen guten Schritt beieinander und so weiter. Können wir dann auch reinlaufen. Komm, wir laufen das ganz einzeln. Komm. So, jetzt lassen wir mal Costa auch mal ein bisschen die Kamera halten. Komm mal, geil. Ja, wir sind jetzt vor Halle 7, Eingang. Ich muss direkt hier rein, oder? Ja. Mal ganz kurz Stativ kleiner machen. So, Stativ kleiner gemacht. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir in der Halle drin. Zum Reinrush. Hier ist das hier. Ja, wir laufen jetzt Richtung da, wo wir 5 Stunden lang anstanden, um erstmal in die Gamescom reinzukommen. Ari. Alter, komm. Da hinten ist Ari. Da ist Ari, aber das ist schlechter Kosten, Man sieht sie nicht? Moment. Oh. Da. So, man hört mich dann jetzt auch schon, wir müssen jetzt auch schon ein bisschen lauter wieder reden. Mutti ist wieder am Start. So, ja, ich mach's zu. So, jetzt. So, jetzt sind wir auch gerade. Hier muss ich nicht so krumm stehen. So, also Leute, ihr seht wahrscheinlich jetzt auch, oder ihr hört wahrscheinlich auch die Mucke, ja, ist wieder am Start, richtig geil. Gefällt mir auch richtig gut, die Eingangshalle war vor 2 Jahren nicht so geliebt, so viel ich weiß. Sie, vor 2 Jahren war nicht so geboten, die Eingangshalle heute. Doch, aber nicht ganz laut. Man hört wahrscheinlich auch weniger die Stimme jetzt mittlerweile. Wir melden uns gleich wieder. So, jetzt sind wir eingecheckt. Ist auch schon viel leiser hier oben. Ja, man hört es natürlich auch schon wieder extrem. Aber irgendwie ist jetzt heute echt weniger los, finde ich. Ja, Eingangshalle. Ich bin gespannt, wie es in den Hauptteilen abgeht. Nette Frauen, von denen man was kriegt. Dankeschön. Kann man nur nach oben oder unten gehen? Deswegen wollen wir nach rechts schon, oder? Auch übel leer. Da hinten stehen wieder Cosplayer. Cosplayer, richtig geil. Meistens eigentlich Ash, aber ist ja LeBlanc, oder? Ich weiß nicht. LeBlanc, ja. LeBlanc, wuhu! Richtig Aufmerksamkeit, da regen wir so. Ja, vielen. So, dann geht's jetzt erstmal direkt nach oben. Ja. Halle 10.2.
Dann würde ich mal sagen, versuchen wir jetzt irgendwo an den Stand zu gehen und dann sind wir dort. Dann sehen wir uns dort. Weil jetzt sind wir gerade noch in der Halle 10, da geht nicht mehr viel ab. Und bis dahin.
Leute, wir haben heute Samstagabend, der letzte Tag für uns auf der Gamescom, leider, leider. Wir haben noch eigentlich die Tickets für Sonntag gehabt. Hätten. Ja, sind aber zum Entschluss gekommen, doch nicht morgen hinzugehen, weil das wäre sonst viel zu viel für uns gewesen. Waren echt richtig geile 3 Tage, mir hat's echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Patrick, was hast du noch dazu zu sagen? Ja, also ich auf jeden Fall, dass es Sonntag nicht mehr geklappt hat, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, okay, was heißt geklappt? Geklappt hätte schon, man merkt ja auch vielleicht an der Stimme schon ein bisschen an, es ist schon ein bisschen kratzig, ja. Kommt jetzt aber nicht vom Wetter oder so. Ja, der Sonntag, wie ich es kurz schon gesagt hatte, ich will es jetzt aber auch nicht nochmal großartig wiederholen, ist für uns, unsere Meinung uns einfach nichts gewesen, weil man muss sagen, es war Donnerstag schon recht voll, Freitag war echt die Spitze, was man nicht schon sagen kann, okay, das ist ja nicht voll selten, dass es Freitag die Spitze ist, ja. Heute, Samstag, war es relativ leer, das muss man schon sagen. Also man hatte um einiges mehr Platz, kommt aber daher, es waren mehr Leute da, waren aber nur in 1, 2 oder 3 Hallen und der Rest von Entertainment Area und überhaupt Business Area, die kannst du sowieso vergessen, ja. Die war ja sowieso voll leer, ja. Weil die ganzen Presseausweis-Leute dann dagegen rumrushen. Aber wir hatten auf jeden Fall heute nochmal richtig viel Spaß. Es war relativ, wie schon gesagt, relativ leer. Und Kostet wird jetzt noch ein bisschen weiter labern. Ich werde dann nachher noch ein bisschen was zu den Ständen sagen, wo ich und der Peter waren. Der Peter will leider nicht weiter im Bild sein. Er war der Meinung, nee, will er nicht. Alles klar. Costa, ich gebe dir jetzt noch kurz das Mikrofon und dann hole ich kurz was und dann komme ich aber gleich wieder dran. Genau. So, ja, wir waren heute richtig geil. Der Patrick und der Peter sind woanders rumgelaufen. Der Simi und ich sind woanders rumgelaufen. Simi und ich sind zum Ubisoft-Stand, habe ich auch ein bisschen was gefilmt. Dann ist mir aber leider der Akku ausgegangen. Das heißt, ich konnte dann leider nichts mehr filmen. Wir waren aber noch, ich glaube, was ich noch fotografieren konnte, waren die Jungs von Pizmeet auf der Bühne. Oh ja, die Jungs von Pizmeet waren da, ja, richtig geil. Halle 10.1, wie sie eigentlich gesagt haben, Telekom-Event, ja, zeige ich jetzt gleich noch was, richtig geil. Ja, die Leute einfach mal in Spee zu sehen, fand ich richtig geil, ganz ehrlich. Ja, und was ich auch richtig cool fand, wir sind dann auch da zu Peter hingegangen. Der hat auch richtig geil so, ich habe ihm mein Handy gegeben und er hat dann so ein Selfie mit mir gemacht. Das war auch richtig cool von ihm. Dann hat er auch noch unterschrieben auf meinem T-Shirt. Das kann ich direkt sogar zeigen. Das war die absolute geilste Überleitung, die es überhaupt gibt, ja. Kannst du Patrick hier mal halten. Wie man sieht, hier oben hat der Sepp unterschrieben. Das war der erste. Das war echt mutig von ihm. Der ist einfach in den Tumult reingejumpt und hat den Leuten da auf die T-Shirts unterschrieben. Ja, dann später haben wir den Chris gesehen, hat er mir hier oben unterschrieben und dann ja, gegen Ende... Ja, kurz locker flogig an uns vorbeilief. Wir standen ja bloß eine Stunde, eineinhalb Stunden ja. Oder so. Und der Pete hat dann am Ende da unten unterschrieben. Leider habe ich von Bram, Hardy und Jay keine Unterschrift bekommen, weil die echt viel zu sehr im Stress waren. Vor allem Bram, der ist 2-mal an mir vorbeigerannt und man hat ihm angesehen, dass er richtig viel zu tun hatte und auch richtig unter Druck war einfach ja. Nur... Weil auch wieder viel Organisatorisches am Start war. Ja, also wahrscheinlich, Bram, bestimmt. Man kennt ihn ja oder viele kennen ihn ja. Von Pizmeet. Auch wenn wir mal vorbeigucken, wenn man ihn noch nicht kennt. Wen wir noch gesehen haben, war Pink Panther. Der war auch ziemlich cool drauf, aber der sah auch richtig fertig aus, also. Ja, okay, der war aber auch wieder viel am Organisieren. Ja, das war auch echt krass. So weiter, weil dem seine komplette Crew war da. Lass mal los. Meins. Dem seine komplette Crew war da und es waren mindestens 25, 30 Leute und dass man dann irgendwann mal in Stress kommt, ist klar. Ja, okay. Costa hat das ja jetzt gerade schon vorab genommen. Ja, ich wäre der Meinung, komm, ich zeige mein T-Shirt, aber no, Sir. Bei mir ist genau das Gleiche, das brauche ich aber nicht nochmal zeigen. Bei mir eigentlich im Grunde genommen die gleichen Leute, auch leider ohne Hardy, Jay und dem. Scheiße. Und Bram, so sieht es nämlich aus. Ein weiteres T-Shirt, das kann ich jetzt mal Costa mal zeigen. Das hat sich nämlich der Peter gekauft, du auch, ne? Nee, oder? Ich hab das nicht. Nee. Ich fand die T-Shirts dieses Jahr voll geil. Muss ich jetzt auch mal gleich sagen. Morgen wird noch ein Video kommen, also bevor ihr noch irgendwas da meint, es ist nicht so. Das T-Shirt fand ich eigentlich auch ganz cool. Da haben wir jetzt mal gesagt, komm, wir zeigen das auch mal in die Kamera. Und dann waren wir ja auch wieder heute am 2K-Stand, schon alleine, weil Peter und ich da einfach nochmal hin wollten. Und wir haben das T-Shirt, beziehungsweise er hat das T-Shirt von dem neuen Sid Meier Civilization Beyond Earth nochmal gefangen und auch dieses hat er sich dann auch gleich signieren lassen. Und da dabei war noch der Dave. Dave ist, wer ihn nicht kennt, das ist voll der Freak, der Typ, der war voll geil drauf, ja. Ein Macher von Evolve. Mitentwickler.
Mitentwickler, genau. Ein Mitentwickler von Evolve. Das Spiel ist auch richtig geil. 4 gegen 1. Wir blenden jetzt mal kurz eine Grafik ein. Ihr seht jetzt auf der linken Seite 4 kleine Kästchen. Und dann seht ihr in der Mitte ein bisschen einen Platz. Und dann kommt nochmal so ein komplett durchgezogener Balken. Und wenn ihr die 4 Balken an der Seite und den ganz rechts vergleicht, dann ist der gleich lang. Und er hat's erklärt, auf 2K, also riesig, mega Stimmung natürlich, hat es erklärt, jeder dieser 4 Blöcke ist einer eurer Spieler, beziehungsweise einer der Spieler, der mit in einem Koop-Spiel mitspielt. Reines Koop-Game, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Immer 4 Leute gegen dieses Monster, so habe ich jetzt mitbekommen, das ist ein Monster. Nee, das ist, muss ich mal ganz kurz sagen, bei Evolve, das ist ein 4 gegen 1 Spiel, und das spielen man 4 Leute, also zum Beispiel Simi, Patrick, Peter und ich, spielen gegen ein Monster, aber das Monster wird auch von einem anderen Spieler kontrolliert. Und das ist halt das richtig Geile an dem Game, weil man halt im Prinzip schon Koop, aber auch so ein bisschen auch Multiplayer spielt, weil man halt nicht gegen eine AI spielt, sondern gegen eine richtige Spieler. Genau, und wieder nochmal zurück zu der Grafik. Diese 4 Blöcke, die euch Spieler darstellt, nur ihr 4 Blöcke seid so stark wie dieses Monster. Das fand ich voll geil, hat er auch voll geil rübergebracht, die Stimmung hat dazu richtig gepasst. Wie gesagt, Peter hat dann nochmal dieses T-Shirt das zweite Mal gefangen, der Drecksack, ja. Hat sich das dann auch gleich gekrallt und hat dann gesagt, hey Dave, nachdem dann hier die Vorführung vorbei war, unterschreib mal. Der hat sich dann noch ein bisschen an den Kopf gefasst, weil Civilization eigentlich nicht sein Spiel war, weil er wollte eigentlich ein Evolve-T-Shirt haben. Ja. Unterschreiben. Ja, das war dann nicht so der Fall. Samstag, dann waren wir noch, ihr zwei wart zwar nochmal bei Advanced Warfare, da davor, ja. Ja, das wollten wir uns anschauen. Das wolltet ihr ja eigentlich noch anschauen. Okay. Die Schlange war am Anfang noch echt heftig, ganz ehrlich, das muss man echt sagen, da stand ich nämlich auch noch kurz davor oder hab schon Bilder gesehen. Ging dann nach Richtung Ende so, 1, 2 ging's dann wieder von der Schlange her. Da hat man dann bloß noch eine Stunde gehabt. Viele andere Spiele, wie zum Beispiel Tom Clancy's The Division, was haben wir noch? The Witcher, Wild Hunt und dann hatten wir nochmal irgendwie so ein geiles Spiel, Assassin's Creed Unity. Das ist ein Spiel, das werde ich auf jeden Fall mir kaufen. Und Assassin's Creed Rogue. Haben wir leider nicht aufgenommen, waren wir auch nicht drin, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, das waren alles nur so Vorstellungen. Ja, also Peter und ich, wir standen vor der Division und wollten da rein nicht rein. Sie hat dann auch gesagt, ja, eine Dreiviertelstunde steht ihr an der Seite drin. Ist aber auch bloß der Multiplayer-Koop-Vorstellung gewesen. Wir haben keinen Singleplayer gesehen, oder ich habe keinen Singleplayer gesehen. Vielleicht aber auch noch ein Mache. Also es kommt vielleicht noch einiges dazu an dem Spiel. Ich freue mich drauf. Also das wird wahrscheinlich nochmal so ein Spiel sein, das wird sich der Freak da drüben wahrscheinlich sowieso kaufen. Bestimmt. Genauso wie ich mit meinem Assassin's Creed, ich werde mir den nächsten Teil sowieso kaufen. Assassin's Creed Black Flag habe ich jetzt dank Mediamarkt und Saturn. Oh, Schleifwerbung. Ja, auch gekauft, das muss ich dann auch noch ganz kurz durchspielen. Das ist aber auch ein mega Übergang gerade. Ich wollte auch noch sagen, Mediamarkt und Saturn, das war echt der Hammer. Wegen der Gamescom haben die einfach mal Spiele wie COD Ghost, das man eigentlich für 50 oder 55 Euro kaufen kann, haben die einfach mal auf 15 Euro runtergesetzt. Oder Battlefield 4 konnte man sich auch für 15 Euro holen. Das war echt krass, Leute. Das war, da habe ich mir echt mal gedacht, Alter, die Gamescom macht's. Ja, ansonsten müssten wir jetzt langsam mal zum Fazit kommen vom Tag. Nee. Ah, nee, du wolltest noch was über NBA erzählen. Unter anderem. Dann kommt jetzt der Patrick nochmal rüber und erzählt euch jetzt so nochmal über NBA. Und jetzt ich geh kurz trinken. Du gehst was trinken? Ja. Alles klar. Müssen wir wieder richtig geil Wasser trinken. Steh hier rein auf der Kamera, ist aber auch scheiße. Also wie gesagt, wir standen ja am 2K-Stand und neben NBA gab es dann nämlich dann auch noch WWE. Bevor ich mich jetzt da verspreche, sage ich lieber Wrestling, weil ich nämlich... war es doch richtig. WWE 2K15. War auch richtig geil, wir haben da ja eigentlich alles so nicht viel damit am Hut, ja, was jetzt zum Beispiel Spielen da anbelangt. Ich habe damals mal dieses Raw-Ding gezockt, aber war noch nicht so richtig mein Spiel. Auf jeden Fall, man stand da vielleicht 10 Minuten an, dann waren Peter und ich drin und haben dann einfach mal gezockt. Nach 2 Minuten, bevor wir dann aufhören mussten zu zocken, haben wir dann mal verstanden, wie wir zuschlagen. Die Steuerung, wenn man es versteht, wenn man WWE-Spieler ist,
Ist gar kein Thema, wird riesen Spaß machen, die Leute sind richtig geil und auch wieder das Publikum, auch wieder richtig geil gemacht, muss man sagen. Die Spielatmosphäre auch mit den Kopfhörern, je nachdem was für Kopfhörer man hat, aber eigentlich ist es fast schon egal, welche Kopfhörer man hat, weil diese Stimmung da drin, den Schlag hört man, hört die Knochen, man hört dieses, teilweise sogar dieses feuchte Körper übereinander reiben. Das hörst du teilweise auch schon, dieses aneinander vorbeistreifen oder dieses Zurückschnalzen der Ringseile, fand ich auch richtig geil. Apropos Publikum, nochmal was zu NBA 2K15. Wir hatten ja gestern auch schon mal davon gesprochen, aber Peter und ich so sagten, nee, wir haben es gestern bloß ganz kurz ein bisschen gesehen und haben uns noch nicht so richtig drauf konzentriert und wir haben gesagt, wir gehen jetzt nochmal hin und schauen uns das nochmal an. Schon alleine für euch. Und uns ist dann nochmal aufgefallen, dass die Menschen aus der NBA, beziehungsweise die Spieler aus der NBA, egal welche Mannschaften, Heat, Spurs, was auch immer, ja, was eigentlich so das Hauptspiel war, Miami Heat gegen die San Antonio Spurs, was? Spurs. Nee, Spurs. Okay. Ja. richtig geil. Spurs, man hat schon gesehen, die Menschen, beziehungsweise die Spieler sind richtig geil proportioniert, beziehungsweise richtig gut gemacht, richtig gut am Original, aber, und da müssten sich die Leute von 2K nochmal richtig hinsetzen. Ich hoffe, sie werden es nochmal überarbeiten. Zum Beispiel die deutschen Spieler, weil auch dem anderen, was war das? Bayern München gegen? Weiß ich nicht, ich war da nicht beim 2K-Dienst. Ach stimmt, ja, das war auf der anderen Seite, warst du nicht dabei. Ja. Auf jeden Fall, man konnte neben dem australischen Bullshit, ausländischen Spiel, also was die NBAs anbelangt, noch ein deutsches Spiel machen, FC Bayern gegen nochmal eine andere Mannschaft. Und auf jeden Fall ist hier aufgefallen, dass bei den Deutschen komplett durch, bei den ganzen deutschen Mannschaften, die Proportion von den Leuten gar nicht stimmt. Ja. Also es stand ein Schafarzig neben dem Benzing, Robin Benzing. Und der Benzing, das war so ein Schrank, obwohl es ja so ein schmachtiger junger Kerl ist. Ja. Also die Proportion der deutschen Spieler stimmt noch nicht so richtig überein. Die ganzen neuen Kader der neuen Liga sind zum Glück, oder schön, dass es so ist, schon übernommen worden. Man kann die ganzen neuen Kader spielen. Finde ich richtig geil. Was das Spiel jetzt noch weiterbringt, was es noch für Modis hat, was man noch machen kann, ob es wieder einen Mein Spieler gibt, wie es bei 2K14 so war. Fand ich richtig geil. Das hat mir auch bei NHL schon immer so gefallen, dass es nämlich das einzige gibt. Oder bei PES, ja, genau. Fand ich richtig geil, hoffentlich, dass es das auch wieder gibt. Hat man leider keinen Einblick gesehen, man hat immer bloß ein Viertel spielen können. Mhm. Ja, okay. Aber mein Fazit zur Gamescom 2000. Fuck! 14, nicht wieder 12, ja. Das wird der nächste Running Gig bei uns, glaube ich, noch hier. Ein kleiner, aber es wird einer. War sehr unterhaltsam, war sehr lustig, hatte schöne Höhen und Tiefen, ja. Cosplay, egal welches Spiel, richtig geil, viele Leute am Start gewesen, viele männliche, die weibliche Charaktere gespielt haben und andersrum, ja, Leute, die man teilweise einfach gar nicht mehr erkannt hat oder teilweise Leute, die man einfach sofort erkannt hat, hey, du bist doch der und der. Genau. Und viele Deutsche, muss man sagen, viele deutsche Cosplays. Ja. Also vor 2 Jahren, wo ich da war, waren es viele ausländische Cosplays, jetzt waren es viele Deutsche, war richtig cool. Auch die anderen 2 Jungs haben gesagt, dass es für die eine richtig schöne, mal wieder eine schöne Erfahrung war. Weiteres zu Presseausweisen und Pressetickets und weiteren Vorhaben werden wir morgen sagen. In dem Video morgen. mein Fazit war geil, war schön, konnte man machen, kann man bestimmt auch mal wieder machen. Nächstes Jahr wahrscheinlich erstmal nicht. Außer, Punkt, sagen wir nicht. Ich glaube, das haben wir sogar schon gesagt in dem Video. Ich glaube es auch. Egal, erst nochmal auf die Folter spannen. Ja, jetzt gerade eben seid ihr nochmal ganz kurz unsere Facebook-Seite eingeblendet. Da werdet ihr noch vielleicht die ein oder anderen Bilder sehen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Bilder sehen, ja. Wo wir waren, mit wem wir waren. Da werdet ihr uns auch mal nochmal kurz mit anderen Leuten ins Spiel sehen. Dann gebe ich eigentlich ab an keinen mehr, weil kurz darf ich es mir nicht mehr sagen. Der muss nämlich seine Stimme schonen, habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja, bist du. Costa fand's geil, Costa denkt genauso wie ich, darum muss ich ja nicht arg viel mehr dazu sagen. ja, die Let's Play meets Gamescom
Bühne war natürlich die geilste. 2K hat gerockt, Ubisoft hat gerockt. Mehr muss man nicht sagen. Atmosphäre waren geil, viele Spiele waren dabei, die meiner Meinung nach ein bisschen arg trashig waren, wo dann aber, wo man dann eigentlich auch bloß die richtigen Nerds gesehen hat, die dann da stehen. Ich rede nicht von World of Warcraft. Nein, weil World of Warcraft ist cool, das habe ich auch schon gespielt, ja. Also, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao, Sam. Turn down for what?